Hallo und herzlich willkommen zu Plug & Jay, der lustigen Familiensendung mit The Sims 3. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge große Umbaumaßnahmen ergriffen. Wir haben jetzt einen Garten, einen halbwegs vernünftigen, und haben die Küche inklusive Wohnzimmer ein bisschen erweitert. Ja. Und Jay sollte eigentlich jetzt gleich zurückkommen mit geilem Scheiß. Und da werden wir noch ein bisschen den Garten verschönern, damit Jay dann auch richtig was zu tun hat. Nee, Alter, du sollst hier nicht essen, du sollst hier hingehen. Willst du mich verarschen? Ich hab mir dann... Oh, jetzt hat der extra... Jetzt hat er eine Paprika gegessen. Oh mein Gott. Ich esse einfach nur Paprika auf. Am Arsch. So, wer muss denn jetzt von denen hier nochmal... Ach, egal. Scheiß drauf. Ich werd schon dann sehen, wer dann arbeiten muss. So, jetzt, wo setzen wir denn was hin? Da kommt die Paprika hin. Knoblauch kommt dann hier in die Ecke. Und die Melonen, die machen wir dann... Machen wir die denn hin? Die machen wir hier unten hin. Nein, du bleibst hier. Du brauchst nicht direkt nach draußen gehen. Und die Limonen kommen dann hier hin. So. Na, Leute, kann ich hier gar nicht pflanzen? Warum kann ich die nicht pflanzen? Was? Benötigt eine höhere Gartenfähigkeit. Ah, das kann ich wenigstens pflanzen. Okay, das ist gut zu wissen. Hier, pflanzen. Nimm das mal. Das nimmst du mit. Was haben wir da? Die kann ich auch nicht pflanzen. Na toll. Na gut, dann müssen wir die dann später halt pflanzen, ne? So, jetzt pflanzt das mal schön. Währenddessen schmeißen wir mal den Kack hier in den Kühlschrank rein. Müssen wir dann irgendwann die anderen Tage mal benutzen. Guck, jetzt haben wir Musik an, ist das nicht schön? So, Jay, hast du fein gemacht. Düngen. Alles düngen. Wir müssen jetzt hier alles krass düngen. Ach, jetzt ist die Warteschlange zu voll. Oh Mann. Toll. Oh, wer hat denn jetzt hier die Toilette voll gemacht? Ah, kann Peter direkt entstopfen. Sehr gut. Nice. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Jay, der alte Bauer hier. Komm, jetzt machen wir was. Warum kann ich denn da nicht den Weinstock machen? Er düngt immer noch, oder? Lass mal düngen. Wer musste arbeiten? Ja. Christian. Ja, Christian geht schon. So. Hadi, nicht das Internet durchsuchen, du wirst dich jetzt ihr Outfit wechseln und zwar die Abendkleidung mal anziehen. Und dann werden wir nämlich jetzt gleich eine Party ausrufen. Zwar wir haben 14 Uhr, weil wir machen einen Barbecue meinetwegen jetzt mal. Und Christian arbeitet natürlich, ist natürlich doof, eigentlich. Ah, ist egal. So, und jetzt wirst du Party veranstalten. Eine Party veranstalten. Dann geht's richtig ab. Mal gucken, was da so abgeht. Ach, er düngt immer noch. So, Einweihungsparty, Geburtstagsparty. Ungezwungene Kleidung machen wir. Alle einladen. Ach so, kann man gar nicht. Kommen nur so und so viele. Unbeliebt von Sebastian. Stimmt, der hat ja da was Negatives geschrieben über ihn. Nein, der Start ist hier 20 Uhr.
Komm, sagen wir hier mal 19 Uhr, sonst sind die nachher alle müde. Ungezwungene Kleidung, einfach mal richtig hier eine Einweihungsparty, hatten wir ja eigentlich noch gar nicht. Natürlich die wichtigsten hier einladen, die ganzen Freunde. Und die Kollegen nehmen wir auch mit. Ja, und go! Die Party beginnt heute um 19 Uhr. Ist klar, Jay. Bist du fertig? Achso, nein, er hat 8 jetzt. Ach, guck mal, ich hab genau richtig eingekauft, sehr witzig. So, Jay. Du gehst jetzt pissen. Dann gehst du einen Bart nehmen. Und dann wirst du auch das Outfit zur Abendkleidung wechseln. Und dann haben wir Peter, der noch sich auch schon mal die Abendkleidung einwechselt. Outfit wechseln, Abendkleidung. Alter, Jay, du sollst duschen gehen. Traurig? Warum ist er traurig? Los, ihr müsst ja euch jetzt richtig gleich freuen. Wunderbare Party veranstalten. Guck mal, wie sie alle jetzt die Party veranstalten wollen. Paprikapflanze züchten, ja, leider kann ich das noch nicht. So, Peter, hier benutzt jetzt mal das Ding. Du willst das ja gerne. Und dann muss ich Jay und Hardy noch mal ein bisschen freuen. Alter, kann ich das mal hier nicht vernünftig umstellen? Upgrade Lautsprecher verbessern. Okay, das sollten wir vorher noch mal machen. Komm, Peter. Du hast durchgeguckt, das reicht. Lautsprecher verbessern natürlich. Go, go. Sehr gut. Bastel, du Stück. So, Jay muss ja mal fertig werden. Dann müssen wir ja mal ein bisschen wieder nett werden. Komplimente übers Aussehen machen, natürlich. Erstmal wieder hier positiv werden. Und jetzt ziehen wir uns mal an. Was hatte ich denn damals angezogen für geile Sachen? Wollen wir uns in unserem Party-Outfit schmeißen. Der alte Checker. Halt, Sepp ist müde. Oh. Ja, dann schlaf mal auch mal schnell. So. Wie sieht das aus? Mögt ihr euch noch? Was Dennis sieht, dass Jonathan beleidigt hat. Hallo, das kann aber nicht angehen. Habt euch lieb. Lol. Was machen die denn? Nein! Grimasse schneiden, lustige Geschichte erzählen, freundlich, entschuldigen. Entschuldige dich mal. Dann tratscht mal eine Runde. Scheiße, Mann. Und dann sollen sie zusammen tanzen. Händchen halten. Peter Witz. Habt euch wieder lieb, verdammt. Kompliment über Aussehen machen. Das geht aber gar nicht klar. Ja, das sieht aber echt nicht nach zusammen tanzen aus, ohne Scheiß. Also, zu der Musik. Wir müssen ja nachher mal richtig Party auflagern. So, stimmt, wir müssen noch einen Party-Service anrufen. Dennis. Genau, du sollst jetzt... Was hat denn jetzt? Reste essen, Herbstsalat und dann rufst du mal einen Party-Service an. Dienste anrufen. Leute, die kommen jetzt schon? What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Warum sind die denn jetzt schon alle da? Lol.
Okay, die Party beginnt irgendwie früher schon als sonst. Ach, guck mal, da bringen sie sogar Sachen mit. Das ist ja cool. So, Sepp, du musst jetzt aufstehen. So, jetzt werde ich das, glaube ich, nur noch... Lol, jetzt haben die Kinder auch noch eingeladen. Alter Vater. Ja, hier, zieh dich mal hier an in Abendkleidung, Sepp. Alter, hier geht's jetzt ja richtig ab und so, ne? Geil, wer kommt denn hier mit der Karre an? Leck mich am Arsch. Fett. Oh, guck mal hier, richtig am Party tanzen bei der geilen Mucke. Peter ist noch am Basteln, am Basteln, am Basteln. So, jetzt hier, Zeitungslieferungsdienste abbrechen. Nein, Party-Service, Pizza-Service. Go, go. Pizza-Service. Alter, ist voll dreckig hier, stinkt's schon. Kann ich hier irgendwie Müll werfen oder sowas? Nee, kann ich nicht, ne? Ach, Dennis, ey, mach mal hier aufräumen. Eben ein bisschen hier sauber machen. Guck mal, wie der Paddy macht. Er tanzt alleine, ja? Dem stört das wahrscheinlich mega, da das hier stinkt schon. Lol. Der muss jetzt im Ernst da abwaschen, wenn da eine Spülmaschine ist. Ist der doof? Und der arme Sepp muss draußen essen, oder was? So, ich will jetzt halt die Musik mal umstellen. Klingt aber gar nicht klar. Umschalten auf. Elektro natürlich. So, Party. Wir müssen jetzt richtig geile Scheiße machen. Yeah. Jetzt geht's hier ab. Alter, was die alles geile mitbringt. Gegrillten Lachs und so, ist klar. Hot Dogs. Dafür habe ich überhaupt einen Party-Service angerufen oder Pizza-Service. Pizza-Service. Wie sie alle zur Tür wollen, geil. Ja, Na, Sepp macht das schon, ne? So, Pizza. Willst du auch noch mitkommen? Wild zusammen tanzen. Los, go, go. Freundschaftlich begrüßen. Freundschaftlich begrüßen. Ja, mal jetzt klicken wir einfach mal random. Charmant begrüßen. Charmant begrüßen. Zusammen tanzen. Ja, mal jetzt hier richtig geile Party. Oh, guck mal. Hardy und Jay haben sich schon zurückgezogen, oder was? Nee, 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 nicht im Ernst. Romantisch. Los, ihr müsst euch mal wieder lieb haben, ey, ohne Scheiß. Wieso hat sich Jay eigentlich umgezogen? So. Weiter geht's. Die machen in der Zeit weiter rum, währenddessen geht die Party halt richtig hart weiter. Das Kind ist nur am Fressen. Hat Peter jetzt das Ding umgebaut? Nee, noch nicht. Na, egal. Peter möchte duschen. Ja, Peter geht erstmal duschen während der Party. Ja, ist in Ordnung. Aber Sepp geht ja richtig hart ran hier an der alten Vita Alto. Die sieht ja mal richtig hässlich aus. Emma Hatch, das ist die Chefin von Christian. Und Christian muss arbeiten, die arme Sau. Das ist ja mies. Wo kommt denn der wieder? Oh, der ist schon wieder da. Alter, hier Emma Hatch. Spezial, freundlich. Kennenlernen. Spezial. Gut. Für Beförderung bedanken. Spezial, begabter Koch. Auch Geheimnisse ausplaudern und so ein Scheiß. Wir müssen uns mal richtig an die Rand machen. Sieht
So, macht euch mal hier erstmal schön an die Chefin ran. Chef de Partie, cool. Nice. Sehr gut, Christian. Ach, guck mal, jetzt gehen sie schon. Was, um 22 Uhr? Was ist das denn für einer? Leute, Peter ist schon am Pennen, der hat keinen Bock, der hat nicht so viel Lust auf Party. Egal, aber noch sind ein paar da. Dennis tanzt mit seinem ehemaligen Chef, auch nicht schlecht. Jay sollte mal echt pennen gehen. Okay, ich habe auch keine Lust mehr scheinbar auf Party. Aber Christian, der sieht auch noch richtig, nee, eigentlich irgendwie nicht. Ist voll müde. Wie, war's das jetzt, oder was? Jetzt gehen sie alle. Ich habe mich großartig amüsiert. Ja, immerhin. Okay, wenn ihr jetzt auch pennen geht, dann kannst du jetzt auch schlafen. Du musst jetzt auch pennen. Sonst. Na, dann ihr tanzt noch. Fuck. Wer ist denn jetzt noch da? Hardy. Hardy hat mal was zu tun. Hier, mach dich mal an die ran. Ja, macht ihr schon. Hoffentlich hat das jetzt Plus gebracht insgesamt. Hier, plaudert ihr mal. Gibt dann vielleicht ein bisschen Plus. Okay, vielleicht auch nicht. Freundschaftlich plaudern. Bevor sie geht. Scheiße, jetzt geht sie. Ah, komm, den Scheiß brauchen wir alle nicht. Toll. Ah, die ist alleine. Nee, du kannst jetzt auch dann pennen. Ausschalten. Und dann kannst du jetzt auch schlafen gehen. Und dann ist Ruhe. Doch, da ist doch einer. Lol. Wo kommt der denn her? Hammergeil. Alle sind am Pennen, nur einer hat sich gecheckt. Marty Keaton. Was ist denn jetzt los? Für eine Musik. Was war das jetzt? Was hieß das? Keine Ahnung. Ja, die Party ist ja echt voll der Burner gewesen. Nee, doch, das war schon cool. Jetzt schlaft mal alle hier. Oh, wer ist wach? Wer wird wach? Wer ist denn jetzt hier wach? Ah da, Peter ist wach. Peter Lidit hat... Alter, Reste wegstellen. Reste wegstellen. Wir können auch so viel fressen. Machen wir hier sauber. Peter muss aufräumen. Finde ich gut. Der hat gar nicht gefeiert. Das war doch lustig. Das müssen wir auch nochmal machen. Erstmal alles in den Kühlschrank rein. Dann kannst du ja noch überlegen, was du davon isst. Ja, tritt doch auf die Pizza. Normalerweise findest du sie ja eh wieder in der Couch, irgendwo in der Ritze. Moment, da sehe ich gerade. Eigentlich könnten wir das Teleskop auch nochmal rüberpacken. Ist ja scheiße sonst. So. Wenn ich schon da einen Garten habe, dann machen wir hier mal irgendwo was anderes hin. Ein bisschen das Haus größer oder so. Alter, was da alles drin ist. What the fuck? So, die klebrige Carbonara. Reste wegstellen. Aufräumen. Peter muss auch in Fischstunden schon wieder arbeiten. Und danach darfst du... Ja. Was macht man denn? Was isst man denn so um 4 Uhr nachts nach einer Party? Ich würde sagen Pizza, oder? Nom nom nom. So, das sieht doch schon mal wieder fast sauber aus hier. In die Spülmaschine. Jawohl. Sehr gut. Mach sauber den Scheiß. So, aufgeräumt. Ach, das sieht doch gut aus. Ach, guck mal an, Dennis ist auch wach.
Der muss mal hart duschen. Mach das mal. Krass, ist deine Geschicklichkeit richtig gut gerade. Und so lange kannst du dann nochmal hier den Lautsprecher weiter basteln. Obwohl du willst Spaß haben, ne? Komm, dann zock lieber eine Runde. Oh. Reparieren wäre auch nicht schlecht. Wir müssen uns unbedingt einen neuen Fernseher kaufen und dann hier mal den Wohnzimmer nochmal ausbauen, damit wir den Fernseher haben, hier noch so ein bisschen ranbauen. Ah! Team! Gamadu! Achso, der passt da nicht hin. Lol. Machen wir die denn dann hin? Scheiße. Das machen wir irgendwo anders hin. Ich weiß noch gerade nicht wo. So. Zack. Jetzt müsstest du es reparieren können, oder? Das macht dir doch bestimmt auch Spaß, das Reparieren, oder? Ich muss ja eh sofort arbeiten. Wer muss denn alles jetzt arbeiten? Alle noch am Pennen. Oh. Jay muss arbeiten. Eigentlich müssen alle arbeiten. Leute, es müssen tatsächlich alle arbeiten. Und die sind noch alle am Pennen. Okay. Sehr gut. Chefsache ist noch nicht so gut. Da müssen wir uns mal an den anschleimen. Ach, das wollte ich ja sowieso machen, aber habe ich es noch nicht hingekriegt. Wo ist er denn, der Chef? Was ist das denn? Oh, Fremder. Alles klar. Da ist der Chef. Ja, er zählt nur Bekannter. Ist natürlich weniger geil. Oh, da ist noch Müll. Weg damit. Was macht denn Hardy jetzt? Unterhaltet ihr euch? Ja, unterhaltet euch mal ruhig. So, was macht Dennis? Dennis muss auch gleich arbeiten. Podiumspolierer. Sehr gut. Dann geh mal ab, Kadett. Beziehungsweise, was bist du jetzt? Truppenleiter mittlerweile. Kadett am Arsch, sag ich mal, ne? So, Sepp ist auch wach. Sollte unbedingt einmal pinkeln und dann noch hier ein Stück Pizza essen. Dennis sollte nicht arbeiten. Der sollte auch noch eine Pizza essen. Chris ist auch da. Sollte auch noch ein Stück Pizza essen. Dann Bad nehmen. Dann zocken. Hadi soll jetzt meinetwegen zocken. Auch in Ordnung. Wie viele Freunde hat er mittlerweile? 1 von 5. Wow. Jetzt ja noch nicht so viel. So, wo ist Jay? Jay pennt noch. Er muss auch bald arbeiten. Dann steh jetzt mal auf. Ess noch eine Pizza. Geh mal eine Runde pinkeln. Und dann schnell duschen. Und dann gehst du nochmal den Garten pflegen. Für so lange. Müsste die Zeit aber auch längst um sein. Wer muss jetzt arbeiten? Ah, soll Sepp noch eben Fetti essen? Ja. Muss man mal bei Vorgesetzten einschleimen. Das ist ja das Wichtigste, ja? Schön dem Oberfeldwebel in den Arsch kriechen. Das haben die gerne. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Warum ist denn jetzt das hier wieder aufgehört? Jemand hat jetzt aufgehört? Hab ich nicht gesagt, die sollen irgendwie was machen? Ach, dann redet doch miteinander, ist mir auch egal. Passt schon. LOL! Interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, dann gehst du halt hier jetzt pinkeln. Ist auch egal. Jetzt will er zocken. Ja, weißt du, dann gehst du halt zocken. Ist mir egal. Verlegen? Ach so, lol. Das ist echt eng hier. Ich muss echt mal ein bisschen alles ausbauen. Wer muss jetzt arbeiten? Mein Gott, wie soll er jetzt müssen? So. Dann arbeitet mal alle.
Und doch noch nicht den Garten gepflegen. Ah, brauchen wir auch nicht. Ist jetzt auch egal. So, dann mal ab dafür. Chris und Hardy sind wie immer das Letzte. Rechnungen mal bezahlen gehen. Okay, die anderen müssen jetzt beide gleich arbeiten. Chefsache kochen, Kollegen. Hardy muss auch mal langsam echt aufsteigen, ohne Scheiß. Kindertrainer. Ach ne, der ist jetzt vor kurzem aufgestiegen, ne? So war das. Kochen? Hä, lol, habe ich eine Fähigkeit verloren? Oder habe ich jetzt... Nee, ich glaube, das ist einfach falsch, weil ich aufgestiegen bin. Habe ich denn Kochen 3? Habe ich tatsächlich. Dann liest du doch mal so lange. Du brauchst jetzt nicht zocken. Und Hardy... Soll sich aufbrezeln? Ja, meinetwegen kann er sich aufbrezeln. Wie macht er das denn? Das machst du aber schön, Hardy. Gucken wir uns das mal genau an. Ja, ja. Ist das Pickel ausdrücken? Flatsch? Lol. Er hat ihn tatsächlich ausgedrückt, oder? I. Ist ja ekelhaft. Duschen. Pinkeln. Reste essen, Pizza. Wir müssen erstmal Pizza essen. Was ist denn für eine Post? Bitten zu gehen, verscheuchen, nach drinnen einladen. Ja, Sigi, das Kind erstmal nach drinnen einladen. Das ist genau das Richtige. So, er pinkelt, das ist auch gut. Ist immer noch ein bisschen verlegen, weil er gerade erwischt wurde. Wir müssen echt Ewigkeiten nicht mehr putzen. Putzen, sage ich, waschen. Nein, kochen. Fail. Wer ruft denn die? Wer wird denn jetzt angerufen? Chris wird angerufen. Was wollen die denn jetzt? Fachgespräch unter Kollegen. Emma Hatch, das ist die Chefin. Ein Sim, die man ebenfalls fast nur in der Küche antrifft, möchte ein wenig übers Kochen plaudern und vielleicht ein oder zwei kulinarische Tipps von dir abstauben. Aha. Wenn du dich mit Emma Hatch triffst und mit dem Sim-Austausch verbessert sich nicht nur deine Beziehung, sondern du gehst mit ein paar Kochtipps nach Hause. Herr Sigi. Geh. Ab dafür. Direkt. Geh zu Emma Hatch. Ihr wollt's ja eh. Bald. Hm, hart. Gucken, wer das erste Kind kriegt hier. Hardy oder Jay oder Chris und Emma. Das kriegen wir schon hin. Sinn für Humor, Flirt vor charismatisch. Ah, das wird schon noch. Das wird schon noch. So, Hardy, was machst du gerade? Chillen. Kann ich irgendwie eigentlich Jay auf der Arbeit anrufen oder sowas? Nee, ne? Partner kein. Ach, romantisches Interesse nur. Wir sind gar nicht fest zusammen sozusagen. Ein Soldat vom Militärstützpunkt behauptet, pikante Informationen über einen der befehlshabenden Offiziere zu haben. Ist das jetzt irgendwie jemand über Pete oder was? Den Redakteur möchte natürlich, dass du dich so schnell wie möglich daraufhin auf den Weg hin machst. Soldateninterview-Story, bla 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 bla. Ja, Sieger. Das machen wir dann. Wenn wir denn dann soweit sind, ne? Dafür muss er aber erstmal zurückkommen. Hart arbeiten. Hart arbeiten haben wir. Hier, wo ist denn hier Chris? Die sind jetzt im... Ja, die sind am Schwimmen. Dort tauschen die sich aus. Soll ich Kochtipps austauschen, nicht schwimmen. Go, go. Was soll der Scheiß? Komm. Was macht die denn? Los. So ist fein. Da muss er echt immer drauf achten. Ui, wie sexy er aussieht. Sabeldab so tea. Mhm. Jipsu, Fama. Sasame Bonita. Shibo, Nibagi. Nice. Einen ganzen. Oh, lol. Einen ganzen Punkt. Krass. Oh.
Lissamia. Zazam Salah. Bitte. Dami, warte mal. Ja. Sim, oh. Oh. So, ihr macht's jetzt miteinander bald. Chefsache ist natürlich awesome dadurch. Ah. Noch ist sie nämlich mein Chef. Oh, Sepp ist zurück, der soll da mal direkt zum Militär. Zack, Interview führen. Oh, oh, oh. Romantisch. Hammergeil. Ein paar Wissenschaftler des Wissenschaftlichen Instituts sind auf die vielseitigen Fähigkeiten von Peter Smith aufmerksam geworden und haben ihn gefragt, ob er im Labor arbeiten möchte. Man fragt sich zwar, was ein hervorragender Soldat wie Peter in einem Labor zu schaffen haben soll, aber nichtsdestotrotz würde ihm die Stelle als Analytiker für Düngemittel in der Wissenschaftskarriere angeboten. Nicht schlecht, aber wir haben ja schon Jay da drin, deswegen Job behalten. Now what do you name? Das ist, glaube ich, der Freund, oder? Nein, Maliako. Hammergeil. Erstmal die in den Zwist machen. Massieren. Hammer nice. Beziehungen zerstören. Vadish. How's that, Mia? Küsst euch. Gucken, ob das als erstes gemacht werden kann. Oder ob man sich erst trennen muss. Ich weiß das jetzt gar nicht. Mal gucken, was passiert. Oh, das hat funktioniert. Oh, oh, oh. Los, trenn dich von ihm. Trenn dich von ihm. Oh, das hört sich gut an. Oh, Shaki Lucky. Hammergeil. Chris Stachelhaus und Styles McGraw sind Feinde geworden. Nie werde er den Tag vergessen, als diese Rivalität entstand. Spezial. Ihr macht das schon, ne? Küssen. Küssen. Boah, ist ja ekelhaft, ey. Verliebt umarmen. Schön mit der Chefin. So geht das, Christian. Du geile Sau. Du musst übrigens arbeiten, deswegen auf Wiedersehen. Abschiedskuss geben. Sehr, sehr schön. So läuft das mit der Chefin. Und nicht anders. So, komm mal hier hin. Wo ist denn Hardy? Ach, der brezelt sich schon wieder auf, mein Gott. Was macht der denn die ganze Zeit? Der muss auch sofort arbeiten. Und zwar jetzt. Ach, Christian arbeitet schon. Hart arbeiten. Was? Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Peter hat Ihnen einen Bonus von 1128 Sim-Dollar, Sim-Leons, um eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Offizier der Luftwaffe. Nice one. Das ist natürlich geil. Ich würde sagen, jetzt die Jobs nochmal so alle. Gastronomie. Labortechniker, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 1. Okay, das ist ja noch eine Sache. Journalismus, Blogger, okay. Offizier der Luftwaffe, Alter, ey. Krasser Scheiß, Pete. Du bist echt ein Tier, weißt du das? Ja, du sollst mal direkt trainieren. Ausdauertraining. Hacken. Das macht aber schön. Trainier, du Stück. Als Offizier der Luftwaffe musst du was tun. Und zwar... Was ist das denn jetzt?
Los hier, richtig hart. Arbeiten. Und guck mal, Jay ist zurück. Jay soll mal hier den Garten machen. Los. Geh den Garten pflegen. Hast eine Menge zu tun hier. Ah, guck mal, die Apfelbäume sind alle da. Hammer fett. So, nachdem du den Garten gepflegt hast, darfst du einen Bad nehmen. Die Reste essen, eine Pizza. Was ist davon verdorben? Krass, wieso sind die alle so schlecht? Der Rest ist in Ordnung. Na gut. Ja, alles weg damit. So, er macht in der Zeit das. Danach kann ich eigentlich den Rest verkaufen. Das machen wir dann erstmal, wenn er fertig ist. Mach du mal. Aber macht denn der wieder der Dennis Brumman? Dennis Brumman ist ein Stimmzettelauszähler mittlerweile. Und sollte ein bisschen charismatischer werden. Also, reden üben. Los, arbeite. Set, Charismatikfähigkeit, genau. Stein finden will er eh nicht. So. Geile Mucke hier. Yeah, yeah, yeah. Hammer fett. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Plug & Jay. Und ja, wir sehen uns, hören uns dann einfach morgen wieder, ne? Haut rein, bis dann. Ciao.